Es leuchtet blau. Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande und in diesem Video geht es um Schlösser. Und zwar nicht um das Schloss Neuschwanstein und Windsor Castle, sondern ich vergleiche das Kryptonite New York Forget About It mit dem Arbus City Chain Granit X. Diese beiden Schlösser haben einige Gemeinsamkeiten und einige Unterschiede und sie sind von beiden Herstellern jeweils das Beste, was man kriegen kann. Das Arbus Granit City Chain X mit einer Score von 15 von 15 Punkten und die Kryptonite New York Forget About It Kette mit einer Score von 10 von 10 möglichen Punkten. Und in diesem Video werde ich die beiden Dinger mal vergleichen. Aber zuerst mal ein kleiner Hinweis am Anfang. Auch wenn diese beiden Schlösser die sichersten von den jeweiligen Herstellern sind, ist jedes Schloss knackbar. Dass sie diese Score haben von 10 oder 15 Punkten, heißt nur, dass man eben länger braucht, um sie zu knacken und dass sie eine bessere Technologie oder einfach nur dickeren Stahl verwenden als ihre weniger eingestuften Geschwisterschlösser. Diese beiden Schlösser jedoch, das sind meine eigenen. Die habe ich mit meinem eigenen Geld gekauft. Einerseits, um unser Urban Arrow anzuschließen, andererseits auch, um etwaige Testräder anschließen zu können. Und ich wollte so den bestmöglichen Schutz haben, damit die Räder eben nicht geklaut werden, so wie das bei dem Vorgängerrad von diesem der Fall war. Und den größtmöglichen Schutz versprechen wir nun tatsächlich von diesen beiden Schlössern. Und sie sind auf den ersten Blick eigentlich relativ gleich. Beides sind Kettenschlösser, aber sie haben doch schon signifikante Unterschiede. Und ich werde mal so die einzelnen Punkte durchgehen, was sie unterscheidet und was sie gemeinsam haben. Und vielleicht können wir am Ende einen Sieger küren. In diesem Video werde ich nicht darauf eingehen, wie leicht sich das Schloss knacken lässt oder wie leicht sich das irgendwie durchflexen lässt oder mit einer Säge oder mit einem hydraulischen Bolzenschneider. Da gibt es genug Beispiele bei YouTube und ich werde auch hin und wieder mal eins einblenden. Beginnen wir aber mal mit den harten Daten und Fakten der jeweiligen Schlösser. Das Kryptonite New York gibt es in zwei verschiedenen Längen. Einmal in dieser Länge, das hat eine 1 Meter lange Kette und dann nochmal in 1,50 Meter Länge. Die Arbus Granit City Chain gibt es in vier verfügbaren Längen. Einmal in 85 cm, in 1,10 Meter, in 1,40 Meter und in dieser Länge, der längsten, die es gibt, in 1,70 Meter. Da haben wir also schon mal ein Punkt fürs Arbus. Das Kryptonite New York hat eine unverbindliche Preisempfehlung in dieser Länge, in der 1 Meter Länge von 150 Euro, in der längeren Länge von 199 Euro. Die Arbus Granit City Chain geht in der 85 cm langen Variante bei 150 Euro los und endet hier in dieser 1,70 Meter Variante bei 190 Euro. Aber Straßenpreise weichen natürlich wie immer ab und es gibt beide Schlösser um und bei 100 bis 130 Euro, teilweise auch etwas günstiger mal im Angebot. Beide Schlösser haben sechseckige Kettenglieder. Aber genau da fangen die Unterschiede schon an. Denn die Arbus Granit City Chain hat eine Kettengliedsdicke, also von dem Stahl hier an diesem Punkt, von 10 mm. Das Kryptonite hat eine Dicke am Kettenglied von satten 14 mm. Also hier ein deutlicher Vorteil für das Kryptonite-Schloss. Das kriegt jetzt einen Punkt. Beide Schlösser haben bei ihren Kettengliedern mehrfach gehärteten Stahl und sollten somit auch Bolzenschneidern, auch hydraulischen Bolzenschneidern und auch dem einen oder anderen Angriff einer Flex standhalten. Allerdings mit einer Flex und mit ein bisschen Zeit geht die natürlich auch durch beide Stähle durch. Bei einem dickeren Stahl braucht sie aber natürlich etwas länger. Der dickere Stahl sorgt aber für einen deutlichen Gewichtsunterschied. Und wir haben hier die 1,70 Meter lange Arbus-Kette und hier die 1 Meter lange Kryptonite-Kette. Und wir wiegen die mal nach. Angegeben ist die Kryptonite-Kette mit 4,9 Kilo. Jo, 4,85 sagt jetzt meine Waage. Also 4,9 kommt hin. Und jetzt ist es ganz spannend zu sehen, was das Arbus-Schloss wiegt. Die Arbus-Kette wiegt in dieser Ausführung mit 1,70 Meter Länge, also 70 cm länger als das Kryptonite-Schloss, 3,75 Kilo, also etwas mehr als ein Kilo weniger. Das ist ein ganz klarer Punkt im Handling für das Arbus-Schloss. Und wenn man dann noch überlegt, dass es
dass die Kryptonite-Kette auch noch in länger gibt und die Arbus-Kette in kürzer, dann wird der Gewichtsunterschied natürlich noch mal deutlicher. Die 110 cm lange Arbus-Kette ist mit 2650 Gramm angegeben. Das ist also etwas mehr als die Hälfte dessen, was die 1 Meter lange Kryptonite-Kette wiegt. Also das ist schon wirklich ein heftiges Gerät. Das hebt man nicht mal so einfach an. Beide Schlösser vertrauen auf ein ähnliches Schlosssystem. Und zwar sind das beides sogenannte Disc Retainer Locks. Da sind also sich gegeneinander drehende Scheiben drin, die hier jeweils mit den Schlüsseln dann gedreht werden. Beide Schlösser haben auch jeweils einen Schlüssel mit einer lustigen Beleuchtung. Ich komme mal nach vorne, könnt ihr das besser sehen. Weiß bei Arbus und blau bei Kryptonite. Warum Kryptonite blau als Farbe gewählt hat, ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach nur, um das Zitat am Anfang dieses Testes zu rechtfertigen. Auf jeden Fall kommt das Kryptonite mit zwei Ersatzschlüsseln. Arbus ist da etwas sparsamer und liefert nur einen weiteren Schlüssel mit. Je mehr Schlüssel, desto besser natürlich. Deswegen geht der Punkt an Kryptonite. Wir gucken uns jetzt mal das Verschlusssystem der beiden Schlösser an, denn hier gibt es auch ein paar sehr interessante Unterschiede. Und wir beginnen einfach mal wieder mit dem Arbus-Schloss. Bei dem Arbus-Schloss haben wir das gesamte Verschlusssystem hier in dieser Kunststoffverschalung. Und hier außen ist eigentlich auch so eine Schutzhülle drum, der natürlich den Lack deines Fahrrads vor Beschädigung schützen soll. Leider ist jetzt hier das Ganze hier schon nach wenigen Monaten abgegangen. Und dieses Sleeve, dieser Schutz ist auch nicht dafür gedacht, den irgendwann mal auszuwechseln. Das ist ein bisschen unpraktisch. Bei dem Kryptonite-Schloss ist automatisch immer was von den Kettengliedern frei. Dafür kann man aber diesen Schutz hier, diese Schutzhülle, relativ einfach austauschen. Das kann man einfach simpel hier mit diesen Klettverschlüssen lösen und dann austauschen, wenn das mal verschlissen ist. Und das ist Verschleiß, das weiß ich, das habe ich schon bei mehreren solcher Kettenschlösser festgestellt. Gerade wenn man das so anschließt, dass das Schloss eventuell an die Kette kommt. Und die ist einfach schmierig, die ist schleimig, dann steht es im Regen. Die Dinger verschleißen sollte man auswechseln können. Da gibt es einen Punkt fürs Kryptonite. So, jetzt aber mal wirklich zum Verschlussmechanismus. Und hier haben wir, wie gesagt, das Ganze in einem Stück. Und hier ist das Schlüsselloch. Das ist nochmal extra geschützt. Hier ist so ein kleines Tor, was der Schlüssel erstmal durchschreiten muss, um das Schloss zu öffnen. Es bleibt auch weiterhin ein Teil. Und das ist positiv zu bewerten, denn man hat nicht mehrere Teile, die rumfliegen, so wie bei dem Kryptonite, das ich jetzt auch mal öffne. Auch bei dem Kryptonite haben wir einen etwas hemdsärmeligeren Verschluss. Also hier wird das dann auch vor Regen oder Schnee oder so geschützt. Aber das muss man dann halt mit dem Finger irgendwie öffnen und schließen. Während das Arbus also eigentlich ein Kettenschloss ist, ist das New York Forget About It Schloss eher ein kleines Bügelschloss zusammen mit einer sehr, sehr dicken Kette. Dieses Stück hier selber ist 15 mm dick, also nochmal 1 mm dicker als die Kettenglieder selber und hat dadurch ebenfalls einen sehr, sehr guten Schutz. Auf jeden Fall, wenn man das New York Forget About It Schloss geöffnet hat, hat man insgesamt drei Teile, mit denen man irgendwie rumhantieren muss. Man muss also erstmal das abnehmen und weglegen, die Kette irgendwo rumschlingen, dann das so irgendwie zusammenhalten. Dann nimmt man das U-Stück, zieht das durch die beiden Kettenglieder durch und dann setzt man das Verschlussstück auf und kann das Schloss abschließen. Ist in der Bedienung längst nicht so einfach, man braucht mehr Hände und deswegen gibt es da einen Punkt fürs Arbus. Von der Langhaltbarkeit, also ich habe es hier bei dem Arbus schon angedeutet, hier ist der Schutz nochmal wesentlich dünner. Ihr könnt hier auch schon die ersten Verschleißerscheinungen an diesem Schutz sehen. Und hier ist er eben auch schon, hat sich die Naht gelöst und ist auch schon runtergerutscht. Das müsste man also wieder hier oben irgendwie verbinden. Da scheint also dieser Schutz nicht ganz so langlebig zu sein, wie der sehr, sehr dicke, sehr, sehr massive Schutz, der hier um das Kryptonite-Schloss
um die Kryptonite-Kette irgendwie gehüllt ist. Und auch hier dieses Gummimaterial um das Bügelschloss ist ebenfalls sehr, sehr dick, sehr, sehr massiv. Hier der Einsatz von hartem Kunststoff, das kann man machen und die Schlösser halten auch wirklich lange durch. Aber wenn man es halt wirklich im Alltag verwendet, dann kann man da sehr schnell Kratzer drauf sehen und das sieht dann einfach irgendwie nicht so hochwertig aus. Deswegen gibt es einen Punkt in der Haltbarkeit an das Kryptonite. Also hier seht ihr diese beiden Punkte, die dann beim Abschließen des Schlosses auch tatsächlich verriegeln und diesen Stift dann auch tatsächlich sehr, sehr sicher halten. Und das Schöne ist halt wirklich, man kann das hier schon im geöffneten Zustand reinstecken und das hält trotzdem. Also die Kette fällt euch nicht immer auseinander, wenn ihr das Schloss noch geöffnet haltet. Das ist gerade bei einem so schweren Schloss wie dem Arbus-Schloss tatsächlich eine Erleichterung im Alltag. Man kriegt das Schloss natürlich geöffnet, man kann das zerflexen, man kann das irgendwann, wenn man viel Zeit hat, zersägen. Man kann es auch, wenn man die Ahnung hat, kann man auch das Schloss zerstörungsfrei öffnen, auch ohne Schlüssel. Aber mit dem Schlüsselsystem, das hier verbaut ist und dem Schlosssystem sollte das oder ist das den Dieben sehr, sehr schwer gemacht worden. Wir können noch mal das Kryptonite öffnen, denn hier ist das halt ganz ähnlich. Also der Schlüssel geht im geöffneten Zustand ebenso wie bei dem Arbus-Schloss nicht aus dem Schloss selber raus, sondern man muss das wirklich verriegeln. Dann kann man den Schlüssel rausziehen. Auch hier seht ihr jetzt wieder so diese Nute, die in das Verschlussstück von dem Bügelschloss reingehen, die dann schon im geöffneten Zustand so leicht verriegeln. Also man kann das dann auch drehen, auch im geöffneten Zustand. Welches Schloss würde ich jetzt euch empfehlen? Und das ist gar nicht einfach zu erklären. Gucken wir uns mal die Score an. Und da hat das Kryptonite 4 Punkte, das Arbus 3 Punkte. Es liegt im Endeffekt wahrscheinlich an der höheren Sicherheit und an der etwas besseren Langlebigkeit, die das Kryptonite verspricht. Wobei das Arbus sich einfach wesentlich einfacher bedienen, wesentlich einfacher handeln lässt. Von der Sicherheit des Schlosses an sich dürfte das Arbus noch mal etwas die Nase vorn haben, wenn man dem Lockpicking-Lawyer vertraut. Denn der hatte dem Arbus-Verschlusssystem das Prädikat gegeben, dass er vielleicht sein Fahrrad damit auch draußen anschließen würde. Und ich glaube, als die Arbus-PR-Abteilung das gelesen hat, haben sie gejubelt. Damit bekommt das Arbus auch noch mal einen Punkt. Und ihr wisst es schon, damit steht es genau 4:4. Beide Schlösser kosten über 100 Euro. Und die Frage ist natürlich, ist es dieses Geld wert? Und ich würde sagen, definitiv. Gerade wenn man irgendwie ein hochwertiges Pedelec hat oder wenn man ein Lastenrad hat, dann sollte man auf ein sehr hochwertiges Schloss Wert legen. Dieses Schloss hier ist hervorragend, weil es einfach leichter ist. Es ist ein Stück, es lässt sich leichter bedienen. Es ist aber auch etwas unsicherer als das Kryptonite-Schloss, einfach durch das geringere und leichtere Material. Aber die 1,70 Meter, die sind einfach für den Alltag mit einem normalen Rad viel zu lang, weil das kann man nirgendwo lagern. Und das Kryptonite New York-Schloss ist für ein Fahrrad, für ein normales Fahrrad einfach viel, viel zu schwer. Ich meine, es wiegt fast 5 Kilo und diese 5 Kilo muss man immer irgendwie mitschleppen. Das geht nur, wenn man ein Lastenrad hat, wo man vorne irgendwas reinschmeißen kann, dann ist es völlig egal. Dann kann man sich dieses Schloss nehmen, dann kann man sich dieses Schloss nehmen und wird mit beiden Schlössern glücklich. Moin, hier ist Ergänzungstillmann und ich habe eine Ergänzung vorzunehmen. Denn wenn man hier auf der Internetseite von Kryptonite unterwegs ist, dann findet man hier auf der rechten Seite auch dieses Anti-Theft Protection Offer. Anti-Diebstahlschutz von Fahrrad bis 4.500 Euro bzw. anderen Artikeln bis 1.750 Euro. Also Kryptonite ist der Sicherheit dieses Schlosses sich so sicher, dass sie auch eine zusätzliche Versicherung mit anbieten. Natürlich, das kann man hier sehen, gibt es da auch allgemeine Geschäftsbedingungen zu. Besonders lustig ist, dass gerade in New York selber oder in ein paar Orten in Manhattan das eben nicht durch diese Versicherung abgedeckt wird. Das ist, fand ich ganz lustig hier. Nur für die USA bestimmte Produkte unterliegen in Manhattan, New York nicht diesem Angebot. Und das gerade bei dem Kryptonite New York Schloss.
Aber das könnte ein weiterer positiver Punkt für das Kryptonite sein. Man muss natürlich darauf achten, dass die Geschäftsbedingungen erfüllt sind und dass man das Schloss registriert und dann auch genau sagen kann, was für ein Fahrrad eben damit angeschlossen wird. Aber das könnte auch nochmal einen positiven Ausschlag zu dem Kryptonite geben. Ja, das ist der Vergleich, der nicht zerstörerische Vergleich zwischen der Arbus Granit X City Chain und dem Kryptonite New York Forget About It Kettenschloss. Beide Schlösser sind eigentlich eher Burgen und beide Schlösser werden euer Fahrrad schützen, aber denkt daran, dass jedes Schloss sich öffnen lässt, wenn man nur genug Zeit hat, wenn man auch das Fahrrad irgendwie doof abstellt in einer dunklen Ecke, stellt das Fahrrad schlau ab, habt es versichert, am besten mit einer Hausradversicherung oder mit einer extra Fahrradversicherung. Ein Video darüber verlinke ich euch jetzt auch oben. Und dann habt ihr auch lange Freude an eurem Fahrrad. Ja, welches Schloss würdet ihr jetzt bevorzugen, nachdem ihr diese ganzen Punkte gesehen habt? Eins dieser beiden schweren Dinger? Oder habt ihr noch irgendeine andere Idee an wirklich sicherem Fahrradschloss, das ihr empfehlen könnt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.